Hallöchen, Freunde da vom Bildschirm. Willkommen zurück zu Spyro the Dragon. Ich habe gerade das Spiel geladen, wie ihr gesehen habt. Wir haben 51 Drachen befreit und sind gerade in Welt 4. Ja, ich glaube Welt 4 ist es. Und haben dort, glaube ich, ein Level bis jetzt geschlossen. Das eine mit den, wo ich total versagt habe, wo ich nicht wusste, wie ich auf diese Insel komme. Yep, genau so war's. Treetops. Also bei dem Baumkronen dort und so. Jetzt sollte ich mir ein anderes Level vorknüpfen. Könnte ich hier nicht runterspringen? Nein, hier nicht. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Level. Vielleicht hätte ich die Aufnahme erst beginnen sollen, wenn ich ein Level gefunden habe. Naja. What the f***? Da. Terrace Village. Terrassendorf? Keine Ahnung. Juwelen gefunden? Null. Schade. Aber insgesamt haben wir 6300. Wir sind reich. Wir sind wirklich ein reicher Drache. Ein reicher junger Drache. Aha. Direkt solche Ghetto Blasters-Typen, die meinen, sie wären Obergangster. Ich frage mich, was sie machen. Naja, vielleicht finden wir es ja noch heraus, wenn ich irgendeine Dummheit begehe und mich von ihnen treffen lasse. Was machst du denn? Ah, okay. Du bist so ein Typ. Das hätte ich mir denken können. Wegen der Eisenrüstung, nicht? Der hier sieht mich gar nicht. Und dass Sparks blau ist, fertig, der mein Schmetterling. Oh, verdammt. Wow, geh weg! Okay, das macht er mit uns. Jetzt haben wir es gesehen. Das war Absicht. Bam, bam! Und das Leben nehme ich natürlich auch mit. Ich meine, man weiß ja nie, nicht? Immer noch nicht Game Over gegangen zu sein. Auch wenn ich das manchmal verdient habe. Vor allem im letzten Level. Boah, habe ich da lang gesucht. So, dich brauchen wir nicht. Es ging, glaube ich, wieder zurück. Zum Anfang. Da es ja zwei Wege gab. Aber es muss ja leider sein. So, das ist der Anfang. Sparks ist wieder blau. Sparks hat schon wieder so viel getrunken und ist blau. Verdammt! Nein! Wie dämlich war das denn jetzt gerade? Wow. Oh, war das dämlich. Verdammt, das ärgert mich jetzt. Oh. Hätte auch besser laufen können. Ganz ehrlich. Oh, war das ein Kack. Egal, jetzt haben wir ein paar Lebenskugeln. Oder wie auch immer ich das nennen soll. Ach, komm schon. Wie weit kannst du denn angreifen, Mann? Geh weg. Bitte. Oh, ein Leben. Danke. Jetzt bin ich wieder glücklich. Ein bisschen. Gib mir auch ein Leben. Scheiße, Sparks ist schon grün. Das wiederum ist nicht gut. Okay, jetzt ist Sparks wieder blau. So. Hier waren wir. Und hier sind wir wieder. Ist da oben was? Nein, da oben ist nichts. Claude! Vorsicht, Spyro. Die Norks hier haben die Kraft des Stroms entdeckt. Das tut richtig weh. Ja, du klingst auch schon so richtig... Ja, wie soll ich sagen? Als hätte man dich schon damit Stunden gequält mit diesen Stromschlägen. So, wohin... Fliegt diese Rakete. Nach da bitte. Auf jeden Fall hat sie irgendwas zerstört. Ich weiß nicht was, aber irgendwas wurde zerstört. Nein. Und du auch. Ebenfalls nein. Nehmen wir die Juwelen erstmal mit. Hä? Toll, ich bin gegen die Leiche von dem einen gerannt. Super. Super. Nein. Na toll. Auch nach dem Tod. Ist es immer noch elektrisch geladen? Das ist eigentlich auch logisch. Yes. Nein. Du machst nichts mit mir. Nein, du auch nicht.
Scheiße, wie mache ich das jetzt? Am besten mache ich erstmal den Typ kalt, um dann zurückzurennen und den kalt zu machen. So. Blind. Cyprin! Oh. Gute Arbeit, Spyro. Eines Tages wirst du allen Drachen von deinen aufregenden Abenteuern berichten können. Klar. Aber jetzt würde ich gern erstmal aus diesem Sumpf raus. Also ich bin leider nicht Leonardo DiCaprio, sonst hätte ich dich wie... Hätte ich die Bibel gezeichnet, nicht? Draw me like one of your French girls. Nein. Tu mir nicht weh. Tu mir nicht weh. Meine Güte. Ich wollte irgendwas Witziges sagen, aber... Hab's versaut. Okay, hier war nichts mehr, ne? Oder doch? Warte, hier kann doch mal lang gehen. Das war's oder so? Ja, schaut so aus, als wär's das gewesen. Moment. Okay, sorry für die Unterbrechung, da bin ich wieder. So, wir waren auf dem Weg zurück. Weg mit dir, weg mit... Nein! Weg mit dir! Lass mich doch einfach in Ruhe. Nein. Ich muss denn immer wieder Nein sagen, ey. Halt, stopp. Ich fühle mich gemobbt. Wo muss ich denn jetzt lang? Ah, da oben, okay. Hier unten ist noch was. Das nehme ich erstmal mit. Ich muss jetzt leider auch unten lang gehen. Der wollte mich schon wieder abballern. Achso, hier bin ich jetzt. Okay. Hätte ich auch früher machen können. Dann müsste ich das jetzt nicht machen, aber hab's halt nicht getan. Schade. So, jetzt. Go! Jawohl, Dreier-Serie. 400 Kristalle, 400 Juwelen, meinte ich. Hier ist ein Wirbel. Die Frage ist, was nehmen wir uns jetzt zuerst vor? Ich glaube, wir gehen erstmal da lang. Einfach, weil wir es können. Hier gibt es auch eine Treppe. Frage, können wir da rüberfliegen? Nein, können wir nicht. Also im Sinne von da oben, irgendwo landen oben. Nein. Das funktioniert definitiv nicht. Und ich glaube, wir können jetzt einfach... Einfach, natürlich in Klammern. Anführungszeichen meine ich. Achso, hier ist... Ah, ich bin fast elektrisiert worden. Elektrisches Gefühl. Wir haben auf jeden Fall alle Drachen gefunden. Uns fehlen trotzdem 70 ganze Juwelen. Meine Frage wäre jetzt natürlich, wie kommen wir an diese da dran? Weil ich hier keine Absprungsplattform sehe oder ähnliches. Hä? Jetzt bin ich ehrlich, ein bisschen... okay. Hier ist noch jemand. Ach, das ist ein Gegner, den wir schon besiegt haben, ne? Okay, okay. Die sind auch weg. Oh nein, ich will nicht schon wieder so viel hier rumrennen. Und doch nichts finden. Bitte sag uns jetzt ganz schnell die Lösung. Irgendwer. Kann man vielleicht doch rüberfliegen? Ich glaube, man kann doch rüberfliegen. Das mache ich jetzt auch. Nein, boah, fast bin ich runtergefallen. Hahaha.
Das ist der höchste Punkt, den man so erreichen kann, ne? Und ich meine, hier ist ja auch so eine Absprungplattform, also komm schon. Ja, vor allem, man kann darüber fliegen. Gut, dann muss ich nicht lange suchen. Und ich gehe mal davon aus, dass hier die restlichen 70 sind. Hier finden wir noch zwei Raketen. Die zünden wir erst gleich. Und beobachten deren Flugbahn. Diese Rakete fliegt... Achso, es gibt noch zwei Kisten. Die macht was kaputt. Das da drüben. Okay. Dann fliege ich da schon mal rüber. So, das sind die letzten 5 und... Nein, doch. 17, ne? Passt. Wir können... Achso, nach Hause. Richtig. Level verlassen.